Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind ansässig in der Klönerstraße in Dortmund und sind dafür bekannt, Motoren in andere Autos zu bauen. So wie in diesem Fall. Hier haben wir einen S85-Motor, V10 BMW M5-Motor. Dieser Motor ist dafür bekannt, dass er sich ziemlich krass die Seele aus dem Leib schreien kann und ziemlich geil hochdreht. Ja. Nur wenn der an diesem komischen SMG-Getriebe dran ist, dann ist es nicht ganz so geil. Also haben wir ein handgeschaltetes Getriebe hinten dran. Und wie ihr seht, ist der Motor auch jetzt schon montiert und fest. So tief drin? Ja, das ist fest. Boah, das ist ja geil. Da sind die Motorhalter, ganz genau. Und deswegen, also ich erkläre jetzt eben, was in den letzten Tagen passiert ist. In den letzten Tagen wurde die Motorposition von Armando und mir wirklich bis ins Letzte umpositioniert und gefummelt und gemacht und getan. Und wir wollten natürlich den Motor so tief wie möglich drin haben. Ja. Und so weit wie möglich reinrücken. Nur wir haben verschiedene Dinge, die heben wir gleich nochmal an, die halt uns so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Ne? Dieser Alurahmen, der von dem originalen Supra ist, dann die Ölwanne von dem S85. Und wir wollten halt nichts wirklich groß wegsägen von dem Motor, dass er irgendwie groß Probleme bekommt, sondern dass wirklich beide Autos so gut wie möglich funktionieren, wie sie sind. Also ist der Motor etwas höher gekommen als gedacht. Der Motor ist jetzt so hoch, dass die originale, diese Niere, diese originale M5-Ansaugbrücke, ich zeig dir einmal, dieser originale Kasten, der passt jetzt so technisch gesehen nicht mehr drauf, weil er zu hoch aufbaut. Ja? Ja. Was aber schon an sich ganz geil aussieht. Ja. Aber wenn man jetzt so macht, Nee. Also wie du siehst, liegt das auf. Man könnte jetzt die Haube modifizieren und das hier passend machen. Aber dann wäre die Optik von der Haube ja kaputt. Das ist es nicht wert. Somit kam die Idee, dass man das anders machen kann. Ne? Und da das Auto kein TÜV bekommt, ist diese andere Variante frei wählbar. Frei wählbar und auch irgendwie besser. Okay, klingt logisch. Auch vielleicht nicht soundmäßig besser. Wait a minute. Okay. Vielleicht nicht leistungsmäßig besser. Aber soundmäßig. Aber soundmäßig ist es so hochgradig asozial, ne, ja, dass dagegen vielleicht sogar der W124 V12 vielleicht ein bisschen Kindergarten ist. Okay. Ja, vielleicht ein bisschen Kindergarten. Weil wir sehen ja jetzt hier, der hat ja nicht eine Drosselklappe, sondern der hat ja 10 Drosselklappen. Ja. Und wenn man 10 Drosselklappen hat, dann wäre es ja viel geiler, wenn man ihm eigentlich direkt so 10 kleine Mini-Ansaugbrücken gibt. Das wäre geil. Ne? Also 10 Stück, die so hier drauf sind. Das wäre ja quasi wie in der Formel 1 früher. Ja, stimmt. Oder? Ja. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass man dann noch so einen Longtube-Krümmer an die Seite dran macht, also eine lange Rohrführung, die einen ganz hellen Formel-1-Sound gibt, gepaart mit einer offenen Ansaugung, dann wäre das ja für die Optik des Autos ziemlich passend. Richtig. Oder? Ja. Ich guck mal, ob ich was finde. Sekunde. Halt. Wärmer. Wärmer. Ah, kalt. Ja, wärmer. 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 Heiß. Heiß. Ach, guck mal, gefunden hab. Ach. Guck mal, hier sind 10 so Trichter. Ach, krass. Ja, guck mal, ob die passen vielleicht. Das wäre ja. Guck ich mal, ne? Guck mal, ob die, vielleicht passen die ja. Die kleinen. War es noch 9? Die kleinen Eierbecher. Vielleicht passen die ja drauf. Vielleicht sieht das ja auch brutal geil aus, wenn die drauf sind. Könnte sein, ja. Die sehen so aus, als ob die aus dem 3D-Drucker kommen würden. So ein bisschen, ne? Krass. Haben wir nicht so einen 3D-Drucker? Wir haben einen, ja. Vielleicht hat er sich selbstständig gemacht, die letzte Nacht. Ja. Also ich guck mal, ob das passt. Jo. Saugend, ne? Passt perfekt drauf. Und wenn man da in der drinnen, guck mal, der Übergang hier drin. Siehst du das? Das ist ja perfekt. Da ist ja gar keine Luftverwirbelung. Da kann ja, wenn diese Drosselklappe aufgeht und durch diese trichterförmige Art und Weise, weil es unten schmaler wird, die Luft richtig rein beschleunigen, ne? Das würde technisch gehen. Ich guck mal, ob die anderen auch passen. Jo. Das sieht ja schon mal ganz gut aus eigentlich, ne? Das sieht ganz gut aus, ja. Hier. Guck mal, ob die andere Seite auch passt. Oh, guck mal. Das ist ja geil, oder? Oh, geil.
Und wenn man sich jetzt noch vorstellen würde, dass der Kabelbaum, den der Manni gerade da reinträgt, da jetzt sogar schon drauf liegen würde und man richtig schön den Pelz aus der Hütte blasen würde, dann wäre das schon ziemlich geil. Weil wenn man nämlich jetzt die Haube schließt, sehen wir, dass wir da richtig schön Platz haben. Siehst du das? Und dann kann der Motor richtig, richtig, richtig schön durchhusten. Das ist die Idee. Also, wir fahren eine offene Ansaugung. Ne? Velocity Stacks. Diese sind wirklich dafür prädestiniert, sehr, sehr viel Klang zu machen. Die Temperatur der Ansaugung wird nicht ganz so gut sein. Damit das funktioniert, müssen wir eine Alpha-N-Programmierung reinmachen. Das heißt, diese Werte, die in der Ansaugbrücke aufgenommen werden, habe ich richtig gesagt mitgenommen? Nee, der Sensor müsste... Ach, der hat ja sogar die Luftmassenmesser vorher. Die Luftmassenmesser sind jetzt nicht mehr da. Ein Luftmassenmesser kannst du nur montieren in einen vorgegebenen Raum, wie zum Beispiel das Teil hier. Der Luftmassenmesser weiß, die und die Quadratmillimeter habe ich zur Verfügung. Der steht dann hier in der Mitte und kann dann die Luftmasse berechnen. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Man könnte, wenn das technisch gehen würde, 10 kleine Mini-Luftmassenmesser überall reinstecken. Oder man gibt ihm eine Alpha-N-Programmierung, indem man ihm, wahrscheinlich werden wir das hier hinten so machen, da wo die wärmste Ansaugung ist, werden wir ihm einen Fühler reinbauen müssen. Hm. Und diesen Wert geben wir dann allen 10 vor und sagen, hey, das ist deine schlechteste Ausgangsposition für die Ansaugtemperatur. Und anhand diesen Wertes werden wir ihm alle anderen Sachen vorprogrammieren und vorgeben. Und dann kann er auch so laufen, ohne Luftmassenmesser. Und der allergrößte Vorteil ist auch eine Gewichtsersparnis. Ne? Man muss ja heutzutage... 2 Kilo. Locker. Also das ist unser Ziel, weil es halt einfach die Lösung gibt, dass der Motor tiefer sitzen kann. Oder so sitzen kann, dass es wie die Achse nicht so stark modifizieren müssen. Plus, wir können mehr Sound fahren. Mhm. So plump, wie es anhört. Wir müssen zwar Kurbelwellengehäuse technisch hier und da ein paar Filter drauf machen, dass sowas dann nicht mehr so offen ist. Aber dann wird das auch funktionieren. So, und da ihr so viel Spaß hattet, dass wir den V12 so gestartet haben, haben wir uns überlegt, machen wir das hiermit auch. Nicht in diesem Video, sondern das wird im nächsten Video. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Mini-Pörnchen über das, was wir jetzt hier so sehen. Ja? Vielleicht können wir ja noch ein Pörnchen machen, wie die bei uns im 3D-Drucker sogar gelaufen sind, wenn die das gemacht haben. Ja. Lief das bei uns im 3D-Drucker? Eigentlich ja, ne? Ja. Krass. Ja, wir machen mal so ein Pörnchen, wie das im 3D-Drucker so entsteht. Mhm. Und dann, wie das so ist. Und in diesen Poren machen wir auch rein ein, zwei Beispiele, wie es sich anhören könnte. Okay. So eine offene Ansaugung. Und so setzen wir das Ganze dann zusammen und dann reden wir gleich über das Thema Krümmer. Und dann montieren wir die noch. Und beim Montieren zeige ich euch dann auch die Achse, wie der Motor sitzt. Bis gleich. So, schönen guten Tag. Also der Malte ist nämlich da und Malte bringt unsere wunderschönen Krümmer. Hallo. Jesus ist in der Haus. Hallo. Wie geht es Ihnen? Oh, gut. Und selbst? Sehr gut. Ich freue mich deswegen so doll, weil nämlich Folgendes ist, es war ein großes Thema mit Versand. Ja. Ob das Ding nämlich jetzt rechtzeitig kommt. Und ich habe die Krümmer nämlich noch nicht live gesehen. Und die Krümmer werden jetzt, kann man die ziehen einzeln, die Rohre? Ja, 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 ja. Das ist sehr gut. Ja, das ist bei dem Motor sehr wichtig. Genau, weil wir haben, glaube ich, mehr Platz als Original. Ich glaube, es ist mehr als Original. Bei Original ist auch relativ viel Platz. Aber es sieht nicht so aus, aber sieht jetzt schon sehr... Hier sieht es ein bisschen enger aus, aber auch Original hast du schon wirklich sehr viel Raum links und rechts. Überraschenderweise, weil wir haben ja das gleiche Thema gerade. Wir werden ja einen eigenen machen. Oder wir mussten einen eigenen machen. Du meinst machen. Das Fahrzeug, was bei uns auf dem Prüfstand schon öfter Richtig, genau. Was jetzt nicht so gut lief. Ging. Ja, es ist okay jetzt. Mittlerweile geht er. Ja, ne? Voll. Und wir wollten ja erst die Krümmer nehmen, aber die sind leider zu... Die haben einen zu großen Rohrdurchmesser und wir können sie nicht einzeln isolieren. Es gibt verschiedene? Nein, es gibt jetzt, ich sag mal, am Markt. Der Krümmer ist so der übliche. Ja, das ist so der übliche Krümmer. Mhm. Der wird ja auch in der Masse hergestellt. Und was wir machen wollen, wir wollen ja auch einen anderen Cut einbauen. Wir wollen ja von 4 Cuts auf 2 gehen. Geil. Und das hat ganz viele Nebeneffekte und einer ist halt, wir müssen diesen Krümmer isolieren, damit wir die Hitze möglichst behalten. Transportieren in den Cut rein. Verlierst irgendwie 100, auf einem Meter 150 Grad oder so. Dafür ist der zu groß. Die sind halt so nah aneinander, das soll da nicht knirschen und so. Es muss ja auch irgendwie für den Menschen dann einsetzbar sein. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich einen eigenen machen. Es soll Motorsport klingen, aber darf kein Motorsport sein. Ja, ja. Es muss halt schon irgendwie, ne? Ja, okay. Komm, wir kommen mal raus und gucken uns das Ganze mal an. Was sagst du denn zu unserem Setup so hier? Ja, nee, das haben wir... Mal gesprochen, das ist geil. Also das wird auf jeden Fall Weltuntergang. Das wird
Also ich weiß ja, wie das jetzt mit einem Carbon-Sammler klingt, ne? Ich hab dir das ja geschickt, dieses Video. Ja. Kannst du dir nicht vorstellen, ich bin eigentlich nicht so emotional, was diese Autothematik angeht. Nicht wie du. Ist so, also ich bin da eigentlich so echt so, ja, okay, ist cool so, ne? Aber das war ein Aha-Moment, den habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt. Krass. Es war wirklich krass. Kann ich aber sagen, das ist für mich der Golf 2 V6. Ja. Wo ein Aha-Moment, den ich seit langem mal wieder war. Ich habe Gas gegeben. Und dann hat dieses Ding in den Innenraum trompete, dass ich Gänsehaut hatte und hab mir gedacht so, okay, deswegen. Du meinst das hier, warte. Ja, genau. Das ist geil. Ganz genau. Und das war hier genauso. Es verändert, ich hab den Motor noch nie so gehört. Er macht einen so krass anderen Sound. Du denkst, du sitzt in so einem 80er-Jahre-Rennwagen, in so einem Nesca-Auto. Das ist unfassbar, wirklich unfassbar. Und beim Fahren, wenn du dann so durchlässt, aber weißt du, was der große Unterschied sein wird? Hier wird ein relativ kurz übersetztes, handgeschaltetes Getriebe sein. Und das ist der große Unterschied. Ja. Weil dieses SMG-Getriebe kastriert ja. Du kannst ja wirklich nur in dieser Gangphase Gas geben oder nicht Gas geben. Ich kann kuppeln, kann der Drehzahl spielen, kann dann eine Kupplung fletschen lassen. Ja, das ist klar. Geil. Und das in Verbindung mit einem Krümmer und dann mit oder ohne Cuts und so. Das super sexy. Wir wollen ja auch eine Klappenabgasanlage machen für den M5. Und das wird dann auf jeden Fall, es wird nicht so laut wie das wahrscheinlich. Nein. Weil es soll ja legal werden, aber das doch auch! Ja. Da passt nicht rein. Ja, das ist nicht so viel, das ist überraschend. Nee, weil ich hab so viel versucht, danke sehr. Bitteschön. Komm, gucken wir einmal zusammen eben rein. Ja, komm. Wir so viel versucht, mir Schablonen zu bauen anhand der Bilder, ob das passt mit unserem Motor. Mhm. Weil wir haben ja gar keine Krümmer, wir haben den Motor ja auch ohne Krümmer. Das heißt, wir haben diesen Motor da reingebaut und wussten nie. Vielleicht kann ich ihn auch zurückgeben irgendwann, wenn es nicht geht. Ne? Doch, ich glaube schon. Aber wie gesagt, also der Originale ist ja auch nicht so ausladend. Der Originale ist auch nicht so ausladend. Nein, der ist relativ kompakt. Ne? Und der ist ja auch das Ultranadelöhr. Also ich habe jetzt einen mitbringen können. Stimmt, habe ich sogar gefragt. Scheiße. Habe ich Jesus noch gefragt. Ja, stimmt. Jesus walks. Der hat auf jeden Fall so richtig, richtig krasse Verjüngung. Ne? Also die von, in der Abdachung. Also die gehen von rund auf wirklich so. Schick dir Bilder, ja? Das ist wirklich krass. Nein, du bringst sie noch rum. Ja, okay, dann machen wir das so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Davon verkaufen die schon viele, ne? Die werden ja hergestellt von Supersprint. Ach, wirklich? Ja, also auch handmäßig gebaut. Also gibt es eigentlich nur einen Hersteller, der viele, weil Supersprint ist nämlich der andere Krümmer, den es so gibt. Ja, genau, aber das ist der von Supersprint. Und der Imran von eWolf hat mit denen eine sehr, sehr enge Verbindung. Die bauen auch für den Abgasanlagen und so. Gott, scheiße, das ist alles auseinander? Ja, gibt es das nummeriert? Nö, aber ich glaube, das ist gar nicht so... Das ergibt sich, glaube ich. Nee. Doch, da, guck mal, hast du mal gesagt, guck mal, 6. Ah, perfekt, okay. So, ne? Nee, okay, ist zusammen. Ich dachte schon. Ja, meiner war nämlich einzeln. Der war schön zerpuzzelt. Das sieht schon nach Kunst aus. Ist das geil? Ja, das. Oder ist das geil? Das ist ein kleines Konzert, ne? Krass. Wäre natürlich jetzt geil, wenn man jetzt einen seelenmäßigen haben. Mhm. No, das wäre jetzt ganz cool. Wir können ja so zeitmäßig gleich springen so. Dann bin ich nochmal da. Okay, also das gibt einen riesengroßen Unterschied. Ja. Und was mich gerade richtig beruhigt ist, alles, dass der gar nicht so üppig aufbaut. Nein. Das wird passen, Leute. Ja. Also mache ich mir gar keine Sorgen eigentlich. Okay, also. Ist hier eins. Wahrscheinlich hier, ne? Ich glaube. Ja doch, hier ist ja auch der Anschluss für die Feder. Genau. Ja. Wo sind denn die Federn? Die werden hier irgendwo drin sein, denke ich, tief in diesem Karton. Das ist aber echt. Ja, das ist halt schon sehr fummelig. Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja gut, schon mal vor dem musst du so anbauen. Wir haben das mal bei dem Lexus-Krümmer. Ja. Da hatten wir dieselbe Problematik. Da waren es auch einzelne Teile. Da haben wir wirklich die einzelnen Rohre an den Kopf leicht angesetzt. Ja. Haben dann alles nach hinten gezogen und haben dann den Sammler. Das machst du hier auch so, glaube ich. Also jetzt bei dem Auto weiß ich es nicht, aber beim M5 machst du es auch lieber so, weil ich glaube, das ist also... Ja komm, dann gucken wir mal nach dem üppigsten. Das ist glaube ich, der hier. Mhm. Das ist die 2, ne? 2. Und jetzt können wir sehen, ob die Laune von Herrn Krämer sich massiv schnell ändern wird. Da passt ja noch ein Turbolader hin. Das sagt mir irgendwie jeder bei dem Auto. Nee, es passt schon mal nicht dort unten. Wo? Nee, passt nicht. Muss ein bisschen da unten verbogen werden. Nee, Motorlager. Siehst du? Ach, da? Ja, da. Mhm. Aber wirklich ganz eng, oder? Nee, der muss ja hoch, das Rohr muss runter. So? Das muss genau da. Ja, da. Mhm.
Da muss aber da kannst du doch ein bisschen, ja, ein bisschen nachdenkeln oder ein bisschen was abnehmen. Ein bisschen mehr. Also da müssen wir noch mal ran. Willst du den Halter verändern? Müssen wir, ja. Okay. Auf jeden Fall. Ansonsten hättest du das Rohr verändert. Nee. Die Rohrführung, weil die sind ja auch längenberechnet, die Krümmer, ne? Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Optimum ist von der Rohrführung. Das sind halt 42 mm, aber ich bin gerade dabei, mit der FH Dortmund das wirklich sehr abgehoben zu machen. Also wir machen da so eine Gasdynamikanalyse und welchen Durchmesser wir wirklich brauchen, weil wenn du dir den Auslass am Kopf anguckst, der ist halt kleiner als das. Mehr kann ja nicht rauskommen. Und die wollen das dann berechnen, was wirklich gut ist. Weil wir haben ja das Problem, die Gerätsche zwischen maximaler Mehrleistung, trotzdem genug Temperatur und allem drum und dran. Und ich sag mal hier, der Daniel Karnail, den kennst du doch auch. Ja, klar. Der hat auch gesagt, dieser Krümmer, der ist okay, aber der ist jetzt von der Rohrführung her nicht optimal. So, ja, der macht, dieser Krümmer macht, glaube ich, 35 PS am M5 ohne Cut. 35? Ja. Muss natürlich angepasst werden in der Software, aber ohne Cut macht das 35 PS. Und ich weiß nicht, ob das besser geht. Am Ende geht es ja um 1-2 PS. Für uns war wirklich hier, wie gesagt, wichtig, dass wir so diese Spalte, ne, das lässt sich halt nicht mehr schön isolieren. Und das war das Problem, weil normalerweise sitzt ja hier der Cut hier schon. Also der Sammler hier, der sitzt ja original hier schon und der wird ja auch total krass zerquetscht und so. Und dann sitzt hier der Cut. Das wir werden hier, denke ich, auch einen Cut nachher noch hier hintersetzen. Aus welchen Gründen? Ich? Also, ja, also, Klang. Also für die Straße oder? Nee, Klang. Klang, okay. Dann hast du ja nicht also, ich kann mir vorstellen, wenn du hier jetzt wirklich eiskalt das Ding straight pipe fährst mit Dämpfer, fliegt dir einfach die Fresse inklusive Augäpfel aus der Birne raus. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns das einmal so anhören, so. Ja, wir werden jetzt wie beim V12 auf dem Ständer bauen wir den V10 und werden den mal richtig die Hütte durchpusten. Geil. Hier auf dem Ständer. Und das wird mit Krümmer, da werdet ihr auch sehen, ohne Krümmer anmachen, ist anderer Lärm als mit. Das wird mit Krümmer so. Wird das die absolute infernalische Horrortour? Ja, auf jeden Fall. Ich danke für diese schnelle, tolle Lieferung. Sehr gerne. Wir müssen eben noch ein, zwei Sachen planen mit unseren Gästen, die da hinten sind. Und dann wird das gleich reingebaut. Und ich freue mich noch, sehr. Wir sehen uns noch für den Originalen. Hey. Mitgedacht. Mitgedacht. Okay. Wir gucken eben, ob die Federn drin sind. Ach, da guck mal, da liegt was. Da. Nee. Schrauben? Nur mit dem Blech verbunden, nicht mit einer Feder. Ach ja, cool. Ich dachte, da wäre eine Feder drin. Feder ist auch irgendwie cooler, ne? Ja. Feder ist so. Feder ist so richtig so. Feder ist so Rennsport. Richtig Renntechnik. Rennsport. Aber dann klappert es so, das ist doch doof. Oder? Nee, das hast du nicht. Ja? Also so eine kleine vibrierende 10-Gramm-Feder an einem riesengroßen Motor, das ist schon. Ja, gut, das kannst du nicht vergleichen. Nee. Bei Mopeds hat es mich immer gestört. Da war es halt ein Feder. Hab es gehört? Ja, hat uns gehört. Manchmal. Okay, krass. Aber Rennemotionen werden hier neu definiert. Das glaube ich allerdings auch. Ich denke, das ganze Auto vom Konzept her, wenn der die 10 Pötte da aufreißt und dann durch den Krümmer durch und wir bauen einen schönen Auspuff. Das heißt nicht einfach Abgasen nach hinten durch den Dämpfer durch, sondern wir bauen mit Dämpfern und denke auch Katalysatoren, weil ich möchte einen tollen Klang entwickeln. Ne? Und die schreien halt sehr schnell sehr komisch. Richtig. Mhm. Die hören sich ganz schnell so. Dann haben die so einen. Ist unangenehm dann. Ja, yes, nee, es ist nicht mehr wertig. Super krass, ja. Sehr, sehr. Auch nicht schön. Und kreischig. Nee. Und ich denke, wenn du da voluminöse Dämpfer reinmachst und das Klanglevel ein bisschen runter und du verzichtest auf ein paar dB, das ist richtig. Aber holst du Farbe. Okay, gut. Danke dir. Wir machen weiter hier im Text und du machst, glaube ich, Mittagspause, ne? Und ich muss zurückrufen. Tschüss. Genau. Oh. So, es geht weiter im Text. Ich kann wieder laufen. Hast du Splitter im Fuß gehabt, ne? Ja, Mann. Und Movo hat da mit einem Teppichmesser das rausoperiert. Das macht die Mediaabteilung so tagsüber, ne? Hat perfekt. Funktioniert. Perfekt. Habt ihr Musik dabei angehabt? Ja. Also, Motor ist draußen. Wir mussten natürlich, weil der Krümmer relativ lange Lieferzeit hatte, den Motorhalter bauen. Das hatten wir schon, ich weiß nicht, ob die Kamera da lief. Gestern habe ich ja ein Rohr dran gehalten, wo ich gesehen habe, dass das schon nicht passt, ne? War die Kamera dabei an? Also, wir halten jetzt mal den Krümmer dran. Wir gehen mal auf die Fahrerseite. So, das ist geil. Das ist wirklich geil. Das ist geil. Boah, guck mal hier, Amando. Der Zweier, ne? So, dann kommen wir auf, wie Amando gerade schon sagte, wir kommen relativ weit hier raus. Ein Rohr auf einer Seite ist erst das Problem. Ja, aber wir mussten den Motorhalter vorher bauen, bevor der Krümmer da war. Ja, also haben wir jetzt nicht genug Platz für das Rohr. Richtig, das eine Krümmerrohr passt jetzt so nicht rein. Aber Mann, der Krümmer, was das an Soundunterschied bringen wird und an Charakteristik und an Entfaltung, ist einfach nur asozial. Asozial. Setzt du an? Also auf beiden Seiten ist derselbe Kollege, ne? Immer der zweite. Mhm. Der hat dann hier mit dem Motorlager sehr stark in. Wo stehst du da genau an? Sag mal bitte. Wo der, wie viel da so.
das ist das Stück hier, ne? Beide Seiten dasselbe. Oder wir fahren V8. Nehmen Kolben Pleu raus auf dem. Ah, wäre schade drum. Das geht auch nicht. Nee. Okay, dann werden wir uns jetzt mal anschauen und dann haben wir gleich noch was. Und zwar gucken wir uns gleich nochmal den originalen Krümmer im Vergleich an. Die Lenksäule steht alles im Weg. Wollen wir mal rausnehmen? In der Zwischenzeit gucken wir uns mal eben den originalen Krümmer im Vergleich an. Wir haben jetzt hier einen Rohrdurchmesser, wenn ich mal im Messen war. Ja, ich bin sofort zurück. Yep. Damit der BMW die Abgasnorm schafft, oder jedes Fahrzeug, muss der Katalysator relativ nah von der, das ist der Originalkrümmer, relativ nah sein in der Distanz zu seiner Ursprungsquelle, um so viel Hitze wie möglich mitzutransportieren. Okay? Ja. Kommen wir rüber. Somit ist der Cut direkt hier schon dran. Und wir haben eine relativ frühe Zusammenführung. Ne? Hier ist der Austritt. Alle 5, 1, 2, 3, 4, 5 pro Bank. Ne? Beide Bänke, 10 Zylinder. Und somit geht der dann zusammen. Hat die Zusammenführung relativ früh, Lambda-Sonde, Cut. Damit das auch funktioniert und damit auch die Monteure in den Werkstätten auch das alles sehr montagefreundlich haben, haben die Rohre, und wenn du so von hier oben drauf filmst, siehst du ja fast jeden Anschraubpunkt. Ja, das praktisch kommst du halt gut dran. Ganz genau, und so haben die wirklich teilweise, guck dir mal an, was die in den Rohren gemacht haben. Krass, ist voll angemacht. Genau, wir haben das hier, das Rohr, an einer Stelle zusammengedrückt auf 23 mm. Natürlich wird es dadurch auch breiter, das ist klar. Ne, siehst es ja hier, das ist ja ein riesen Durchmesser, damit du siehst, wie breit es ist. Das kann man jetzt so, ne, können wir sogar messen. Da hat es dann an der breiten Stelle 50, okay? 50, aber halt komplett platt gedrückt. Und so schlängelt sich dieses ganze Konstrukt zusammen. Plus, wenn die Zusammenführung ist, haben wir dort keine wirkliche Spitze, soweit ich weiß, dass dieser Effekt entsteht, dass wenn der eine Zylinder zündet und der andere nicht, der große Vorteil bei so einem Fächerkrümmer ist, dass dieser Sog den anderen Abgasstrang, der gerade nicht zündet, leer zieht. Und das wollen wir auch. Ne? Wir wollen ja, dass dieses ganze Konstrukt zusammenarbeitet. Nicht jedes einzelne Rohr seinen Job macht und raus nur stößt, sondern an dieser Autobahnkreuzung, die hier oben stattfindet, hast du immer einen Effekt, dass der die gegenüberliegenden Rohre auch mit leer zieht. Wir wollen ja das Rohr entzogen haben, wollen ja auch einen Sog haben, der aus dem Kopf die Abgase mit rauszieht. Das wollen wir ja. Ne? Weil in dem Moment, wo einer zündet, hat der andere ja gerade wirklich nur Abgas rauszufördern. Okay? Somit muss das ganze Konstrukt funktionieren. Und da ist es schön, wenn diese Zusammenführung, wie hier, wenn du mal hier reinfilmst. Ah ja. Ja, ne? Ja. So, diese Spitze sorgt dafür, dass dieser Effekt von diesem Sog noch stärker ist und die Abgasen noch gleichmäßiger geführt werden. Okay, wenn diese einzelnen Abgassäulen wirklich boom, 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 alle da einzeln rausgehen, dann gehen die in Etappen durch dieses Abgasrohr durch Richtung Ausgang. Und umso länger die Rohrführung separat ist, umso schöner ist dann auch, also extremer ist der Klang. So, jetzt haben wir da ja gerade ein plattgedrücktes Rohr gehabt mit 50er Maß und haben, glaube ich, nur 20 Höhe gehabt oder sowas, das war ja relativ dünn. Jetzt haben wir hier durchschnittlich auf jedem, ohne platt gedrückt zu haben, haben wir auf jedem einzelnen schon mal 44 mm von Haus aus auf jedem Rohr. Genau. Mhm. Und eine lange Rohrführung und keine engen Knicke. Das heißt, das ist wirklich von der Rohrführung der ideale Krümmer für so ein Auto. Der Krümmer ist auch von der Qualität sehr, 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 sehr gut. Wir werden natürlich leider nachher diese Enden hier werden wir umsetzen müssen. Wie Manu gerade schon gesehen hat, das geht ja jetzt hier relativ weit. Der M5 hat das nicht. Der Supra ist ja nicht gedacht als V-Motor. Somit kann passieren, dass wir hier rein müssen, okay? Okay. Hier weg müssen. So, die Lenksäule ist raus. Wir drehen nochmal um und schieben nochmal rein. Runter. So, und jetzt, genau, jetzt zurück. Mhm. Echt ein riesen Motor. Große Motoren sind gute Motoren. Jetzt sehen wir, wo die Abgasrohre rauskommen. Jetzt können wir relativ schlecht sehen, wo die Störenden sind. Aber es wird rechts und links die gleiche Stelle sein. Da muss halt so eine. Da muss hier diese Ecke muss ein bisschen beigearbeitet werden von unserem Motorlager. Also. Mhm. Ah, warte mal. Ah, scheiße. Die Lenksäule. Ob die da noch durchkommt, wenn der Krümmer drin ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Rohr hier müssen wir ein bisschen. Sehr, sehr, sehr knapp. Das kommt toll an hier. Das kommt. Guck mal. Das sieht ja aus wie fast dafür gebaut. Wow, geil. Ne, das ist echt geil. Okay, also von der Herangehensweise würde ich sagen,
markieren wir mit dem Edding einmal, also den kann ich schon mal reinschieben, wir markieren nochmal das Rohr mit dem Edding. Im ausgebauten Zustand markieren wir die Motorlage, weil das kann man ja wirklich ganz gut machen. Im ausgebauten Zustand hast du halt die Lenksäule nicht, aber im ausgebauten Zustand hast du auf jeden Fall Motorlager gepaart mit Krümmer. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Okay, das sieht doch schon mal toll aus. Jetzt kann man sich auch schon mal grob vorstellen, hier kommt das Getöse raus. Hier so, in die Richtung. Yep. Das wird gut. Schieb nochmal die Lenksäule durch. Okay, geh nochmal durch. Ja, das ist schwer. Das wird richtig, richtig schwer. Und am Ende des Tages ist es wieder die Lenkung. Oh nein. Aber es ist besser, als wenn gar nichts passieren würde. Raus und ich sag ciao. Tschüss. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me.